Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Speedbuild von Planet Zoo, Zoologisk Helve, Danmark. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich wollte jetzt hier eine kleine Ecke machen, wo ich das Ganze, also hier hinten bei den Polarwölfen, dass ich das Ganze so ein bisschen eingliedert in die Ecke. Aber ich habe dann gedacht, okay, Stein zu benutzen ist blöd. Allerdings könnte ich diese Steine hier benutzen und das sieht eigentlich ganz cool aus am Ende, wie ich finde. Passt sich ganz gut in das Gebiet ein. Hier mache ich dann natürlich so, dass ich da eine Wand ziehe. Das Ding ist, jetzt steht die Verkäuferin halt in diesem Stein drin, aber das sieht man am Ende des Tages gar nicht so krass, weil man guckt ja meistens eh von außen. Ja, das ist so das, was heute passiert und dann fangen wir das nächste Gehege noch an. Das werde ich fertig machen außerhalb des Speedbildes, denn das Speedbild dauert ungefähr 7 Minuten dieses Mal nur. Müsste ungefähr 7 Minuten sein. Ich denke, ja, so roundabout 7 Minuten, dann geht das Live-Gameplay los. Was ich noch nicht aufgenommen habe, was nehme ich gleich erst nach diesem Commentary quasi auf. Man muss sich immer erstmal ein bisschen dran gewöhnen an diese ganze Sache, aber mir gefallen Speedbuilds einfach so unglaublich gut, dass ich ja viel Progress mache. Ich kann euch dann auch nochmal zeigen im Live-Gameplay, was ich sonst noch gemacht habe, weil ich habe auch ein bisschen off-camera quasi gearbeitet. Ich habe so ein bisschen den Weg vergrößert. Ihr seht hier links auch so eine Pflanze, die ich dann in die Mitte gestellt habe, sodass es alles so ein bisschen mehr lebendig aussieht. Genau, das kommt jetzt erstmal hier in das Gebäude, sieht eigentlich ganz, ganz nett aus, passt sich ganz gut in die Ecke rein, meiner Meinung nach. Und dann ist das auch ein schöner Abschluss hier für die Polarwolfs-Ecke, dass sich das da ziemlich gut reinpasst. Hier nochmal so zwei, drei Blümchen hin, wie sich das gehört. Mach hinten auch nochmal ein paar Blümchen. Sieht einfach deutlich besser aus. Und ja, dann kommen wir da mit der Essensecke und der Information gehen wir dann da weiter weg, weil es wird demnächst ja ein Update kommen. Da freue ich mich unglaublich sehr drauf, weil es so ein großes Update führt eigentlich immer auch ein DLC mit dabei. Und meine Spekulation geht natürlich darauf, dass es irgendwas mit den Tropen zu tun hat, denn es gibt ja Tropenfelsen und Moossteine. Und meine Idee wären dann Tropentiere entweder aus Asien oder aus Südamerika oder vielleicht beides. So, das wäre ja mal ganz interessant, aber ich denke, es wird eine Region sein, auf die sie sich spezifizieren. Eine Region, die speziell ist. So, hier kommt jetzt das nächste Gehege ran. Das nächste Gehege werden natürlich die Bisons sein. Die werden hier so ein eher flaches Gehege haben. Ich habe es jetzt auch ein bisschen runtergesetzt, einfach weil ich es ganz nett finde, wenn die Besucher ein Stück oben sind. Ich möchte nicht so viele erhöhte Wege machen, das gibt hier keinen Sinn meiner Meinung nach. Aber das hier macht auf jeden Fall Sinn. Und hier kann ich den Weg nicht platzieren. Das fällt mir dann später auf, dass das durch die Wasserfläche nicht geht. Sobald du das dann weggemacht hast, geht das irgendwie so ein bisschen strange. Aber nichtsdestotrotz ein riesiges Gehege für die amerikanischen Bisons. Ich würde mich auch freuen, wenn es mal irgendwann Wiesens geben wird. Jetzt mache ich den Tipp, den einige auch in die Kommentare geschrieben haben, dass man die vorher in die Quarantäne machen muss, denn die Tiere im Sandbox-Modus sind meistens krank. Und das fällt mir auch hier auf, dass das wirklich so ist, dass da einer der Bisons krank ist. Hier wieder ein bisschen Rockwork, ihr wisst es ja mittlerweile, man kennt es. Das ist jetzt mehr so ein Durchgangsgehege. Jetzt sind Bisons natürlich auch meistens nicht so das Highlight im Zoo, aber für die Ecke hier hinten passt das ganz gut. Und dann haben wir auch eigentlich schon fast alle amerikanischen Tiere weg. Rentiere würden laut Zoopedia noch in Nordamerika leben. Und Dallschafe auch. Aber ich weiß nicht, ob ich die noch hier hin machen soll, weil die hatte ich auch erst im letzten Zoo. Rentiere eventuell, Dallschafe auf jeden Fall erstmal noch nicht. Müssen wir mal gucken. Eventuell gönnen wir uns auch erstmal nochmal eine andere Ecke, dass wir da noch ein bisschen weiter arbeiten an einer anderen Ecke des Zoos und dann später nochmal nach Nordamerika wiederkommen. Aber ich möchte auf jeden Fall den Weg dann auch noch richtig machen, denn ich habe da so ein paar Ideen auf jeden Fall. Meine Bisons sind auch gleich alle versandbereit und dann lasse ich die auch direkt hier hinten hin transportieren, auch um zu gucken, ob die entkommen können, aber das können sie zum Glück nicht. Und interessant ist, dass die Bisons das Gehege so schon ziemlich gut finden. Die sind ja schon im grünen Bereich, die möchten also gar nicht so viele Änderungen haben, überraschenderweise. Die möchten auch keinen Shelter haben und trotzdem baue ich denen gleich noch einen kleinen Stall und dann richten wir das jetzt hier auch nochmal ein bisschen ein. Das mache ich alles auch noch im Live-Gameplay, da bin ich noch nicht hundertprozentig fertig mit dem Bison-Gehege. Aber ich dachte, hier so ein kleines Speedbuild jetzt zu Anfang und dann gönnen wir uns ein bisschen
Live-Gameplay. Da habt ihr ja auch immer Bock drauf und da fragt ihr auch immer nach. Dann möchte ich euch das natürlich auch geben, ne? Selbstverständlich. Jetzt bauen wir hier so einen kleinen Shelter. So einen kleinen Stall quasi für die Bisons. Mit zwei Kammern habe ich mir überlegt, dass das dieses Mal zwei Kammern werden, dass das zwei Ecken sind, wo die Bisons reingehen können. Und das Dach fällt mir gerade gar nicht auf, wie ich das gemacht habe. Das ist, weil ich das falsche Grid benutze. Und das Dach mache ich dann so dreidachmäßig. Das sieht eigentlich am Ende ganz cool aus, meiner Meinung nach. Und passt ganz gut. Dadurch, dass die halt eh kein Shelter wollen, haben die hier so ein bisschen Shelter. Aber es könnte halt immer noch reinregnen. Aber nicht so doll. So gesehen, das ist eigentlich ganz nett. Meiner Meinung nach. Da vergesse ich natürlich nicht die Balken, die schwarzen Balken, die hier hinpassen zu dem Stil. Mein Problem ist immer, wenn ich erstmal einen Stil gebaut habe, muss ich mir erstmal wieder angewöhnen, dass ich einen anderen Stil baue. Weil das hatte ich auch im Park Zoologico, dass ich dann immer dieselben Häuser gebaut habe. Und hier muss ich dann aufpassen, dass das mir nicht auch hier passiert. Aber ja, generell bin ich relativ zufrieden mit dem Gehege-Aussehen, mit dem Gehege-Design. Und dass wir da ein paar Bisons reinmachen, sodass wir Nordamerika hier hinten so ein bisschen abschließen. Ich lasse mir da bestimmt noch irgendwas Cooles einfallen, meiner Meinung nach. Aber der Stall ist eigentlich ganz nett. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt schon mal hier vom Speedbuild, denn wir sehen uns ja gleich dann im Live-Gameplay wieder. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es heute nur so ein kurzer Speedbuild war. Aber wir spielen dann ja natürlich dementsprechend ein bisschen länger im Original-Tempo, würde ich sagen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Haut erstmal rein. Wir sind zurück hier im Realtime-Part. Ich freue mich, dass ihr immer noch dabei seid. Habt ihr den Daumen eigentlich schon nach oben da gelassen? Oder habt ihr es vergessen? Ne? Lasst den mal lieber jetzt schon mal nach oben da. Das unterstützt mich immer sehr doll. Wir machen jetzt erstmal hier den Zaun hin. Den obligatorischen Zaun von den Gabelböcken auch. Weil er ganz gut passt. Wie ich finde. Der passt auch ganz gut hier zu den Bisons. Finde ich. Drehen wir das ganze Gerät mal ein bisschen. Und bauen hier den Zaun hin. Ich finde das toll, dass die mit den Tieren auch sprechen wollen. Ich weiß auch nicht, jetzt habe ich wieder einen Frosch im Hals. Ich habe eben auch sogar den Speedbuild ja kommentiert. Und ich habe eben auch vorher dann kurze Gesangsübungen gemacht. Aber irgendwie passiert das immer wieder, dass ich dann einen Frosch im Hals kriege. Wenn ich dann aufnehmen soll. Tut mir immer ganz so leid für euch. Aber ihr könnt damit, glaube ich, leben. Oder? Ich hoffe es zumindest. Koala. Hat er gerade Koala gesagt? Das wäre schön. Wenn es Koalas geben würde. Gibt es aber leider nicht. Wie sieht das hier aus? Hier sind eher nicht so... Ist eher nicht so viel. Da dann. Dann machen wir die beiden hier mal weg. Weil da kommt ja eh keiner hin. Dann haben die auf jeden Fall schon mal einen ganz guten Zaun hier und können hier bei den Bisons reingucken. Wie sieht es denn jetzt aus? Nordamerika und Grasland. Und dann wollen die auch nicht so viel haben. Oha. Erstmal gucken. Grasland sind nämlich die Savannenfelsen, ne? Ja. Die möchte ich eigentlich ungern hier reinmachen. Machen erstmal nochmal gemäßigte Felsen rein. So, dass wir hier ein bisschen... Nochmal ein bisschen mehr Struktur reinkriegen und so. Ihr wisst es ja, ihr kennt es mittlerweile. Ich kann keine Gehege bauen, wenn hier keine Steine sind. Geht halt einfach nicht. So. Die machen immer ganz schön krasse Geräusche, die Bisons. Das waren auch tatsächlich die ersten Tiere, die ich hier in der Live-Version quasi immer am ersten Let's Play Zoo gemacht habe, ne?
Das waren Bisons. Ich glaube, man kann so machen. Dann versuchen wir das hier hinten so ein bisschen mehr zu kaschieren. Oder? Das ist vielleicht gar keine so mega schlechte Idee. Dass sie dann hier hinten so einen Berg quasi als Zaun haben. Das glaube ich, kann ich hier auch ganz gut machen, oder? Habe ich irgendwie ein Gefühl. Das hatten wir damals im Savannengehege im Park Zoologico auch gemacht. Meine ich. Müssen wir natürlich gucken, dass die hier nicht rauskommen. Wenn das dann hier gemacht wurde. Jetzt machen wir Felsen hier hin. Selbstverständlich. Ein bisschen Felsen glatt. Auch gerne auf die Seite hier. Ein bisschen Erde. Sehr gut. Und dann kein Zaun. Hoffe jetzt nicht, dass sie da raus können. Ne, können die zum Glück nicht. Sehr gut. Die Belegung wäre halt jetzt, dass ich das einfach auch hier erhöhe dann. Dass wir dann hier hinten die Ecke quasi so als erhöhte Ecke haben. Das ist, glaube ich, ganz nice. Dann machen wir hier überall den Zaun weg. So hier. Dass wir den schon mal weg haben. Passt, glaube ich, ganz gut. Und hier natürlich auch nochmal den Weg hier erhöhen. So ist ganz nice. Denke ich. Denke, das ist ganz cool so. Dann passt das auch ziemlich gut ineinander rein hier. So. Hier noch ein bisschen hiervon. Wir haben halt auch immer noch keinen Pfleger da reingemacht, ne? Ne, die haben noch keinen Pfleger. Ah, jetzt habe ich einfach nur ein Random ausgewählt. Ja, ich glaube, hier hinten ist was, ne? Ja. Bison. Sehr gut. Das ist der Bison-Bereich. Aber rauskommen dürften die ja immer noch nicht. Ne. Die können halt nicht so gut klettern, die Bisons. Das finde ich ganz gut. Wir müssen hier einmal das Zeug wegmachen. So. Ach Leute, ist bei euch alles okay? Das ist aber nochmal eine große Frage. Seid ihr noch gesund? Habt ihr vielleicht frei? Habt ihr vielleicht, müsst ihr von zu Hause aus arbeiten? Mittlerweile hat sich das ja alles ein bisschen krasser noch entwickelt, als das, was es zu Anfang war. Für mich finde ich das ganz doll schlimm, dass die Tage so verschwimmen. Dass man nicht mehr weiß, schade, ich dachte, wir hätten halt irgendwie könnten einen Marterfall bauen oder so. Aber ich glaube, das Rentier kannst du ja auch nicht oben hinstellen. Das sieht auch blöd aus, oder? Die Idee wäre halt gewesen, wenn ich hier drin irgendwie eine Skulptur machen könnte, die so aussieht wie ein Marterfall. Den kannst du halt auch gut oben drauf machen auf dem Marterfall, ne? Sockel. Kann man hier andere Farben machen? Okay. Machen wir mal so ein aggressives Rot. So ein krasses Weiß und Schwarz. Sagen wir mal Schwarz. Dann kannst du daraus eigentlich schon fast einen Marterfall machen.
So. Und dann kommt der Pfau oben drauf. Bei dem kann ich nicht die Farbe ändern, ne? Nee, schade. Das sieht nicht wirklich aus wie ein Matterfall. Weiß nicht, ob ich das jetzt lassen soll. Ich hatte halt überlegt, dass wir hier irgendwie so ein bisschen so einen Indianer-Look machen. Dann mache ich hier auch irgendwie so ein Zelt rein oder so. Gibt's sowas? Zelt. Hier gibt's halt solche Zelter. Zelte. Das dann so ein bisschen. Weiß nicht. Vielleicht muss ich das auch aus dem Gehege rausmachen. Das überlege ich mir dann nochmal. Biom, Grasland und Koordinates Nordamerika. Genau, die hatten ja nicht so viel. So viel Auswahl. Kann ich mich dran erinnern. Dass man da schon ziemlich doll raten musste quasi. Was für Pflanzen da gut sind. Rohrschilf. Also Schilf geht halt immer, sehe ich gerade. Und die anderen Pflanzen ist eher so. Da haben wir noch ein bisschen mehr von dem Schilf. Und hier ist noch so ein bisschen was von dem hier. Ich weiß nicht, die sind relativ easy zufrieden mit den Pflanzen. Wir haben halt diese gelben Pflanzen hier, die ich auch ganz cool finde. Wo man aber auch nicht unbegrenzt welche platzieren kann. Okay, aber wir haben noch etliche Prozente hier bei den Pflanzen. Machen wir das auf jeden Fall hier hinten hin, so ein bisschen. Brauchen auf jeden Fall nochmal mehr Schilf. Gerade hier so am Wasser. Wo du dann guckst hier vorne. Wo sich das dann gut macht. Und dann hast du halt diese gelben Pflanzen hier noch. Und dann hat man hier diese klassischen Brennnesseln, ne? Wir kommen ja langsam voran hier. Ja, sagt da eine Besucher. Das Gute ist, hier drüben ist kein Gehege mehr. Also da spielt das dann keine Rolle, wenn die da sind. Erinnert mich so ein bisschen an Ostern. Ist ja auch bald, ne? Es fühlt sich gar nicht an, wie als wenn bald Ostern wäre. Wahrscheinlich, weil das alles so ein bisschen strange ist. Die sind ganz zufrieden jetzt mit ihren mit ihrem Gehege. Weiß halt nur nicht, ob die jetzt nicht noch einen Baum oder zwei vertragen können. Der passt halt nicht dazu, ne, aber von daher geht das eigentlich. Hier hinten können die halt auch nochmal einen Baum vertragen oder zwei. Es sieht halt immer ein bisschen besser aus, wenn da auch noch Bäume drin sind. Ich weiß nicht wieso. Lass uns einmal kurz gucken, wie das Gehege aussieht, generell. Das ist halt so ein bisschen präriemäßig, ne. Wenn ich die Statue noch ändern könnte in der Farbe, dann wäre ich hundertprozentig zufrieden. Hier fehlen Mülleimer. Hier ist einer. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Wo ist unser Dings hier? Das soll ich im Übrigen hochladen im Workshop. Das mache ich sehr gerne. Auch wenn es nur so ein 5-Teile-Ding ist. Mache ich das sehr gerne.
Für euch, Leute. Für euch lade ich das hoch. Damit ihr auch so coole Informationstafeln haben könnt. Machen auch nochmal eine hier hin. So. Dann hat man die. Kann man nochmal schön gucken. Ach ja. Es wurde gefragt, wie man die Wege viereckig machen kann. Das kann man machen. Kann man das machen? Das kann man machen, indem man hier das Raster auswählt und dann scharfe Ecken macht. Also wenn du scharfe Ecken wegmachst, ist es nicht viereckig, und wenn du scharfe Ecken hinmachst, ist es viereckig. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Das wurde ich gefragt vor 2-3 Folgen. Und dann habe ich gesagt, ich sage das in der nächsten Folge. Und dann habe ich es immer wieder vergessen zu sagen. Aber jetzt habe ich es gemacht. Jetzt habe ich es mal gezeigt. So. Ich finde halt, hier drüben fehlt noch irgendwas. Sieht halt immer so verloren aus, wenn du das hinmachst, ohne dass da Steine sind. Die sind halt eigentlich nicht so verloren, ne? Die sind eigentlich relativ zufrieden. Die brauchen halt jetzt nur noch Futtersachen und so. Amerikanische Bison. Ja, da sein erstes Spielzeug. Damit sind die schon fast zufrieden. Wir machen hier hinten mal so ein Rieche-Ding. Damit die da hinten auf jeden Fall hingehen. Sonst weiß ich nicht, man kann halt noch so ein Schlammding machen für die, ne? Oder so ein Reibepad. Und das Reibepad mal hier oben hin. In Indianerfarben. Das ist eigentlich ganz witzig. Und dann brauchen die noch Futterspielzeug. Da würde man halt gerne diesen Ball nehmen. So ein Futterspender hier hinten. Erst 50%, dann brauchen die auf jeden Fall das Ding hier auch noch. Jetzt haben die 100%. Also die brauchen alles, damit das Sinn macht. Heftiger Kram. Dann lass hier nochmal einen mittleren Futtertrog hinmachen. So, dass sie den auch noch auffüllen. Nur für den Fall, dass Bisons. So. Da fehlt mir natürlich noch ein paar. Das mache ich. Jetzt habe ich mir keinen rausgesucht. Das habe ich bis nächstes Mal gemacht, würde ich sagen. Wir brauchen natürlich auch noch Spendenkästchen. Die ich auch in Indianerfarben mache. Rot und schwarz. Muss das hier schwarz sein oder mache ich das hier weiß? Sehr gut. Ist natürlich die Frage, was sind Indianerfarben, ne? Aber. Lasst das mal meine Sorge sein. Braucht ihr euch gar nicht, oder euch gar nicht drum kümmern, was Indianerfarben sind. Ich freue mich auch auf, also ich freue mich ganz doll auf das Update, dadurch, dass es auch anzeigt, wo die Gäste was gelernt haben und sowas und dass die Timestamps sind und so. Das wird richtig cool, denke ich. Ja, das Bison-Gehege ist meiner Meinung nach hier eigentlich ganz okay fertig. Man könnte noch überlegen, hier hinten das Stein Eck quasi noch krasser zu machen, so dass wir noch besser zeigen, dass hier hinten das Ende vom Gehege ist, so dass ich quasi hier so Hügel mache. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Gehege. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ich das hier drin lassen soll oder ob ich das rausnehmen soll bei den Bisons und ob das wirklich ein Marterfall ist oder ob ihr eine bessere Idee habt. Ich habe mir jetzt auch gar nicht die Zeit genommen, da richtig zu gucken, ob es hier nicht Sachen gibt, die Marterfallmäßig unterwegs sind. Vielleicht so eine afrikanische Säule oder sowas. Man kann halt auch diese Perlendinger hier nehmen als Marterfall, ne? Oder? Das Ding ist, es ist halt alles sehr afrikanisch angehaucht. Mir fehlt halt so amerikanischer Style für solche Sachen. Man kann halt auch den hier nehmen, ne? Das geht halt auch so ein bisschen als Marterfall durch. Marterfall ist halt eigentlich, sind eigentlich solche Sachen hier.
dann ganz viele von denen hintereinander sind, ne? Aber das sieht halt echt bescheuert aus. Wenn es zweimal dieselben sind. Ich kann ja mal im Workshop gucken, ob es da einen coolen Marterpfahl gibt. Weil den würde ich halt auch nehmen. Jetzt, die habe ich ja genommen. So ein V oben drauf macht halt auch keinen Sinn. Sieht halt schon sehr asiatisch aus, das Ding hier. Dachte mal, ich hätte sowas mal irgendwann gesehen. Aber das ist dann... Vielleicht war das dieses afrikanische Zeug. Kann auch den Bären auf irgendwas aufstapeln oder so. Ich denke mir mal irgendwas aus, würde ich sagen. Die Bisons sind dann ganz zufrieden. Ihr schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Gehege allgemein haltet. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut erstmal rein, Leute. Tschüss.